Hallo und herzlich willkommen zurück zum RTL Biathlon 2009 Weltcup. Wir haben es letzte Mal geschafft. Bisher haben wir ja alles gewonnen, also wirklich komplett alles. Und sind durch den Junioren Cup und durch den Europa Cup geflogen und sind jetzt im Weltcup angekommen. Ihr seht ein paar bekannte Namen. Kathi Wilhelm, Magdalena Neuner, ist euch sicherlich allen noch ein Begriff, die beiden. Die anderen sind leider nicht original. Ich weiß auch nicht, wie man das noch manuell ändern könnte. Das ist ja beim Skispringen das Gute. Da kann man das ja manuell noch anpassen. Naja, und nichtsdestotrotz, ihr seht, Rennen 1 von 24 plus wahrscheinlich die Weltmeisterschaft. Das heißt, wir dürften 28 Rennen haben. Das bedeutet für euch 14 Folgen. Vielleicht eine WM-Special-Folge. Ich weiß es noch nicht ganz. Auf jeden Fall geht es jetzt mal richtig rein. Ich bin gespannt, wie eng das Rennen jetzt hier wird. Ob wir ein bisschen mehr Herausforderungen haben. Und ab jetzt nehme ich auch jedes Schießtraining mit, weil besser wird es dann sowieso nicht mehr. Und da können wir auf jeden Fall alles raushauen, was geht. Okay, wir starten in Östersund wieder. Da waren wir in der letzten Runde ja ziemlich stark. Ihr seht, auch einen Rekord halten wir jetzt. Da sind wir eine 6,47 gelaufen. Nicht schlecht. Wir haben gar kein Schießtraining. Habe ich das irgendwie verpasst oder kommt das immer erst nach dem zweiten? Ich weiß es gerade nicht. Naja, egal. Ein guter Start. Kein super Start, aber ein guter. Ich würde hier vielleicht ein bisschen taktischer laufen als jetzt in den Europacup-Rennen. Ich bin echt gespannt. Bisschen Spannung. Und ich bin jetzt wirklich ja sehr neugierig, wie viele Sekunden wir Rückstand haben. Vielleicht haben wir ja sogar im zweistelligen Bereich. Also das ist ja jetzt wirklich die Weltspitze. Das ist natürlich was ganz anderes als im Europacup. Und das ist ein ordentlicher Rückstand, würde ich sagen. Wenn ich da sehe, wo die Läuferin vor uns ist. Wow. Wow. Guckt euch das an. Wir haben wirklich 10 Sekunden Rückstand. Krass. Also, ihr wolltet spannende Rennen. Ihr habt sie jetzt. Gucken wir mal, was wir hier noch retten können. Wow, also das wird. So, dann gehen wir hier mal in den Sprint. Oh, 15 Sekunden Rückstand. Wahnsinn. Ah, ich freue mich irgendwie. Ich finde das irgendwie toll, dass wir gerade geplättet werden. Das bedeutet auf jeden Fall viel Training, was uns bevorsteht. So, hier gehen wir auch wieder schön in den Sprint. Ich bin gespannt. Hier müssen wir uns wirklich versuchen, anzustrengen, fehlerfrei zu bleiben. Wow, hätte ich echt nicht gedacht, dass wir hier solche Probleme haben. Ich habe so gedacht, naja, so 5 bis 10 Sekunden Rückstand. Aber das ist natürlich. Aber wie gesagt, es macht Spaß. Es ist toll. Es ist besser, als immer nur vorne wegzurennen. So, wir kommen an den Schießstand und die anderen sind schon fast alle weg. So, die kleinen Scheiben. Okay, zumindest fehlerfrei, was uns vielleicht ein bisschen näher ranbringt. Wow, wir haben immer noch Wahnsinn, 12 Sekunden Rückstand. Oh, das wird heftig. Das wird heftig. Naja, gut. Gucken wir mal, ob wir auf der zweiten Runde so ein bisschen zulegen können. Ich bin auf die Zwischenzeit gespannt. Ich tippe mal auf 25 Sekunden.
Ah, nee, diesmal geht's sogar, oder? Obwohl, es ist noch ein Stück. 19 Sekunden, also wir haben jetzt auf der zweiten Runde nicht so viel verloren wie auf der ersten. Und wir gehen jetzt hier auch mal in den Bergspezialisten. Und wir können hier nämlich gleich durchziehen, weil hier hinter gleich die Abfahrt kommt. Da gehen wir direkt in den Sprint. Kraft ist niedrig. Ich glaube, der ist so nicht so gut gesprungen in Ruka. Also Kusamu. Ja, wir konnten sogar ein bisschen durch den Bergspezialisten aufholen. 18 Sekunden. Gehen hier wieder voll in Vorleistung. Kraft ist wieder niedrig. Ja, wir sind hier wirklich ganz schön am Kämpfen. Jetzt seht ihr auch mal, dass links der Kraft- oder Ausdauerbalken ein bisschen beanspruchter als sonst ist. Wahnsinn, es ist niemand mehr am Schießstand. Um Gottes Willen sind wir schlecht. die ist fast stehen geblieben. Oh mein Gott, wir mal schauen, ob wir es überhaupt in die Top 10 schaffen. Aber ihr wolltet so. Weiß gar nicht, wie Vasis erste Saison im Weltcup war. Auf jeden Fall mal fehlerfrei. Das heißt, wir haben da alles versucht, was ging. Oh mein Gott, wir sind immer noch so weit hinten. 15 Sekunden. Guckt euch mal an, wie weit die auf der Strecke weg sind. Das ist der Wahnsinn. Also auf jeden Fall, wir nehmen jedes Schießtraining mit. Und hätten es vielleicht auch machen sollen. Vielleicht war das ein bisschen dumm, das Schießtraining nicht zu machen. Aber jetzt bekommen wir die Quittung. Aber das ist schon krass, dieser Leistungssprung vom Europacup in den Weltcup. Aber das ist in Wirklichkeit auch so. Also die Mädels oder und Jungs, die halt in den Europacups gewinnen, die sind meistens ja auch ziemlich chancenlos. So, jetzt haben wir aber die 25 Sekunden Rückstand, oder? Naja, fast. Wir halten uns relativ gut. Also wir hatten eigentlich nur auf der ersten Runde richtig viel verloren. So, der Bergspezialist läuft. Ich hoffe, wir kommen hier halbwegs hoch. Oje, oje, oje. Das war nicht so gut. So, hier können wir aber ordentlich runterfahren. Ja, und die Lena, die schnieft wie ein finnischer Holzfäller. So, was haben wir jetzt für Rückstand? Naja, wie gesagt, es bleibt dabei. Diesmal gebe ich hier nicht ganz so viel Gleichgas, weil machen wir erst jetzt. Wollen wir das letzte Mal ein bisschen hinten ran. Mal kurz, damit wir wieder auf Geschwindigkeit sind. Und dann können wir hier noch ein bisschen sprinten und dann müssen wir gucken, für welchen Platz es reicht. Es wird schwierig. So, geben wir noch mal ein bisschen Gas. Ja, war vom Timing her vollkommen in Ordnung. Wir sind fast mit der Höchstgeschwindigkeit ins Ziel gekommen. Und, ach du auf dem 11. Platz. Also Vasi war, glaube ich, immer 13. Aber nicht schlecht. Null Zeitstrafen und die anderen, ach Gott. Also da fehlt wirklich viel. Wir bekommen null Erfahrungspunkte. Autsch. Wie viel haben wir im Weltcup? Immerhin 22. Aber wir gehen weiter und ich hoffe jetzt, dass wir ein bisschen Schießtraining machen können, weil das brauchen wir definitiv. Wir sind hier ziemlich am Kämpfen. Genau, wir gehen zum Schießtraining.
Und wir haben wie immer die gleiche Übung, irgendwie seit 4 oder 5 Wettbewerben. Erstmal blau. Auf blaue zu schießen ist lustig. Aber das sollte man nach dem Derby nicht sagen. Ach Mann. Ich merke, ich bin gerade auch so ein bisschen angespannter als sonst. Weil jetzt weiß ich, dass ich hier gut sein muss, damit wir halbwegs. So, und jetzt geht's los. Jetzt bauen wir schwarz ab. Oh, der war reingequetscht. Wenigstens wird das nicht im Weltcup auch noch schwerer, dass die jetzt sagen müssten 25 Punkte, das gibt nur noch 3 Sekunden pro. Blaue Scheibe. Es sollten aber auf jeden Fall wieder die nächsten 100 Punkte für uns sein, die wir fürs Training brauchen können. Oh, ich hab's schon gesehen. Also vor dieser langen Pause hat das mit dem Schießen irgendwie besser geklappt. Ich glaube, die Hormone wirken wirklich langsam. Und wir haben hier 100 Punkte und trainieren erstmal weiter. Und gucken mal. Ja, uns fehlt halt jetzt so langsam ein bisschen wahrscheinlich doch die Technik. Ich würde hier gar nicht gerade mal so viel auf Geschwindigkeit gehen, weil da geht gar nicht mehr so viel, da gehen gar nicht mehr so viele Punkte drauf. Ich würde jetzt mal ein bisschen auf Technik gehen. Ausdauer und Kraft. Technik wirklich mal am meisten. Oder beziehungsweise die drei Gruppen. Und wir probieren es jetzt mit dem Sprint. Einen guten Start. So, erstmal ein bisschen Geschwindigkeit gleich holen. Und mal gucken. Es müsste jetzt eine andere Strecke sein. Anderer Streckenverlauf zumindest. Gehen gleich mal hier in den Bergspezialisten. Mal gucken, wie es bei der ersten Zwischenzeit trotzdem ziemlich schlecht aussehen wird. Oh Gott. Ich sehe schon, die sind schon wieder so weit weg. Wir sind so schlecht. Komm schon, Lena. 7 Sekunden trotz Bergspezialisten. Machen wir gleich einen nächsten hinterher. Den nehmen wir mit. Es dürfte gleich wieder Kraft niedrig kommen. Kein nichts gut gemacht. Gar nichts gut gemacht, trotz Bergspezialisten. Das ist heftig, also das ist wirklich. Ich glaube, das hat null gebracht, diese kurze Hocke. Nee, ich glaube, das ist genau der gleiche Streckenverlauf irgendwie. Jetzt geht's hier wieder in diese. Boah! Mega Leck. Kurz wieder auf Geschwindigkeit bringen. Aber diesmal sehen wir wenigstens die Leute davor noch laufen. Also, wir sind nicht ganz so weit weg. So, ich bin gespannt. Wir müssen fehlerfrei bleiben, will ich euch nochmal sagen. Damit wir hier überhaupt eine Chance haben, in die Punkte zu kommen. Ich glaube, wir müssen mindestens Platz 10 erreichen, damit wir überhaupt Erfahrungspunkte bekommen. Oh Gott, der war schon hier so knapp. Okay, das lief zumindest ganz in Ordnung. Aber unsere Schwäche ist nicht das Schießen.
Boah, wir haben schon wieder 12 Sekunden Rückstand. Das ist der Wahnsinn. Und das letzte Mal hatten wir 12 Sekunden Rückstand, aber wir hatten noch beide Bergspezialisten. Wir sind zumindest mal auf der Strecke nicht letzter, aber ihr werdet gleich sehen, wie sich das hier gleich verändern wird. Ja, versuch schon schön im Vorlauf zu gehen, aber wir können nicht dranbleiben. Und ich denke, gleich werden wir von hinten aufgelaufen. Ich versuche hier alles. Ich will ja auch nicht, dass der rote Balken zu stark wird. Das war läuferisch jetzt gar nicht mal so schlecht. Na komm, haben wir gar... wir haben... ich dumme Kuh. Haben beide Bergspezialisten ja schon auch benutzt. Jetzt haben wir hier null Geschwindigkeit, natürlich. Jetzt haben wir schon kraftkritisch. Also doch die richtige Haarfarbe. Mann, wir lagen so gar nicht so schlecht. Aber wir liegen immer noch ganz gut. Wir haben 8 Sekunden Rückstand. Das ist echt nicht schlecht. Aber wir haben natürlich jetzt keine... Oh nee, jetzt kommen sie schon. Haut ab. Ich lasse euch nicht durch. Ihr kommt nicht vorbei. So, wir sprinten. Okay, ich denke mal, das geht läuferisch halbwegs. Jetzt kommt hier hinter uns, ich glaube, das ist entweder Neuner oder Wilhelm. Na komm schon. Oh, das war sogar mal ein relativ schnelles Schießen. Und die waren noch schneller als wir. Ich krieg die Krise. Wir haben 10 Sekunden Rückstand. Die gehen in die Strafrunde. Ich glaube, da hängt schon wieder eine direkt hinter uns. So, ihr seht auch links der Balken. Der ist mittlerweile schon über die Hälfte weg. Und jetzt werden wir gleich, geschnappt werden. Ach, wir sind läuferisch einfach noch nicht vorne dabei. Das ist leider schade. Wir sind mit der Zeit, wir sind diesmal viel, viel besser dabei als beim Einzelwettkampf. Wir sind 6 Sekunden zurück, das ist echt super. Und jetzt werden wir aber aufgerückt. Jetzt läuft hier, ich glaube, das ist Kathi Wilhelm mit den roten Haaren. Können ja auch nicht mithalten. Ich glaube, die hat, weiß ich gar nicht, 90er Werte. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen. Boah, wir sind echt fertig. Aber vielleicht können wir wenigstens mit Kathi Wilhelm so ein bisschen mithalten. Die hat eine Geschwindigkeit drauf. Das ist Wahnsinn. 9 Sekunden. So, jetzt kommt die Neuner noch. Genau, die Magdalena. So, wir versuchen hier noch halbwegs mitzuhalten mit den Zweien. Jetzt haben wir die Ausdauer niedrig. Oh Gott, was ist jetzt los? Jetzt war ganz kurz die Anzeige kaputt. Wir versuchen hier auch noch ins Ziel zu sprinten.
Ja, in Ordnung. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wir könnten vielleicht unser erstes Top-10-Resultat im Weltcup geschafft haben. Sie schüttelt den Kopf. Sie ist nicht zufrieden. Aber wir sind auf dem 4. Platz. Super. Maria Ortega gewinnt vor Beatrice Holmes und Noriko Yamamoto. Ja, uns haben wirklich die Strafrunden geholfen in der Hinsicht. Wir waren nur 1,5 Sekunden hinter Noriko Yamamoto, hinterm Podium. Kathi Wilhelm und Magdalena Neuner haben ganz schlecht geschossen. Aber wir sind Vierte beim zweiten Rennen. Das ist echt gut. Bin ich echt zufrieden. Von der Zeit. Aber wie kann denn das sein? Wie kann man denn hier jetzt eine Minute zurück sein? Kann das sein, dass die gar nicht schneller laufen, sondern dass man selbst nur zurückgestuft wird? Weil anders kann ich mir das echt nicht erklären, weil wir haben ja mittlerweile viel bessere Werte. Haben auf jeden Fall ein paar Punkte bekommen, was echt super ist. Können hier okay drücken. Sind jetzt Siebte in der Meisterschaft, was schon mal nicht schlecht ist. Und ich beende jetzt hier die Folge. Das waren die ersten zwei Folgen in Östersund im Weltcup. Das erste Rennen war wirklich sehr schwierig. Da sind wir ziemlich abgeschlagen auf dem 11. Platz gewesen. Das zweite war sehr gut. Da haben wir einen ordentlichen 4. Platz geholt. Und bei Biathlon werden ja die ersten 6 geehrt bei der Siegerehrung. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ich freue mich auch sehr drauf, wenn ihr übermorgen zur nächsten Folge Biathlon mit mir dabei seid. Tschüss!